Hallo, hallo zusammen. Dominik hier von der Wall Street Story. Normalerweise kennst du diesen Kanal ja hier nur als Kanal, der Bitcoin technisch analysiert. Ab und an haue ich dann auch mal so ein bisschen meine Meinung raus, die ja eigentlich in deinem Ermessen liegt, wie qualifiziert die ist. Ich habe kein volkswirtschaftliches Studium, auch kein betriebswirtschaftliches Studium. Ich bin ein ganz normaler Typ, der Chemie studiert hat, sich dann der Finanzbranche immer mehr verpflichtet hat und mittlerweile in den letzten 2 bis 3 Jahren einfach Perspektiven eingenommen habe, die nicht Mainstream sind. Und sehr, sehr häufig stoße ich dann natürlich auch auf Kritik bzw. auf Köpfe, die sich dadurch sehr, sehr angegriffen fühlen. Und das ist auch vollkommen okay. Nichtsdestotrotz bin ich ein großer Freund davon, einfach meine Meinung zu teilen, damit wir darüber sprechen können, damit du sie vielleicht gehört hast, dir vielleicht aufgrund einer anderen Perspektive dann das Gesamtbild für dich mischen kannst, um zu entscheiden, was dein Tonus ist, beziehungsweise was dann auch deine Prozesse sind, die du anstoßen möchtest. Und ja, warum ich dieses Video mache, geht auch Richtung Krypto, geht aber auch vor allem auch um Geldverteilung beziehungsweise um die Gesamtzusammenhänge, die sich in den letzten Monaten so ergeben haben. Denn so die letzten, ja, eigentlich seitdem wir in die Krise gekommen sind, in diese Pandemie, hat sich doch sehr, sehr deutlich gezeigt, zumindest in meinen Augen, dass nicht immer logisch gehandelt wird und vor allem auch nicht immer zum Vorteil der Bevölkerung. Klar, menschliches Versagen, vor allem auch in der Politik oder in der Wirtschaft, ist nie auszuschließen. Nur weil es irgendwo elitäre Gruppen gibt oder Menschen mit mehr Macht, mit mehr Autorität, mit mehr Einfluss, heißt das nicht, dass die automatisch immer jegliche richtige Entscheidung treffen müssen. Aber ich glaube, wir haben so in den letzten Monaten eine sehr, sehr starke Willkür als Backpfeife bekommen, wo wir sagen, wie kann das sein, dass wir zum Beispiel nach vorne 2 Meter Abstand halten müssen, nach links oder nach rechts, aber wir uns in engen Schlangen aneinander drängen können? Oder wie kann das sein, dass wir in einem Restaurant eine Maske tragen müssen oder nee, eben nicht, dass wir in einem Restaurant nicht die Maske tragen müssen, dass wir auch in Bussen und Bahnen irgendwie keine Maske tragen müssen, aber draußen, wenn wir frei rumlaufen. Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen falsch. Ich habe durch diese Regulierung, ich lebe ja nicht mehr in Deutschland, auch nicht so ganz durchgeblickt. Ich habe nur generell in der Welt sehr, sehr viel Widerspruch erlebt, beziehungsweise wo ich mir dachte, pass auf, wenn ich kleiner Lümmel checke, dass das irgendwie nicht richtig, nicht sinnvoll sein kann, wie kann das dann sein, dass gebildete Politikerinnen und Politiker, gebildete Menschen, Menschen, die ihren Namen, ihren Ruf nicht einfach so geschenkt bekommen haben, sondern vielleicht sich irgendwo erarbeitet oder aufgebaut haben oder sich dafür qualifiziert haben, dass das da nicht auffällt. Sodass ich in gewisser Weise unterstellen möchte, dass das nicht ganz legit ist, was da abläuft. Und das führt zu ganz, ganz vielen Dingen. Das führt dazu, dass ich sogar mittlerweile eine Ernährungspropaganda quasi kritisiere oder in Frage stelle, die dazu führt, dass wir allein schon von unserer Biologie her eher darauf ausgerichtet werden, dass wir in eine bestimmte Richtung driften. Das geht aber gerade in eine ganz, ganz andere Richtung. Aber nichtsdestotrotz glaube ich vor allem auch, dass so diese Weltmachtsverteilung oder vor allem auch diese Machtkriege hier ein Ausmaß annehmen, worunter vor allem auch Krypto sehr, sehr stark gebeutelt wird und was uns einfach zum Nachdenken anregen sollte. Deswegen in diesem Video hier 3 Minuten Einleitung, nicht gerade wenig, aber wen das interessiert, der guckt auch die 3 Minuten. In diesem Video geht es vor allem darum, vielleicht noch mal ein bisschen andere Perspektiven zu besprechen, vor allem was unser Finanzsystem, vor allem was auch Krypto in diesem Konstrukt oder in diesem Korpus Wirtschaft, Staat, Politik anbelangt, weil du weißt wahrscheinlich, dass ich nicht dieser Über-Krypto-Boy bin, dass ich nicht der Typ bin, der halt sagt, ja, Krypto to the moon und morgen alle reich. Du weißt, dass ich immer 2 Sachen nach vorne stelle. Und zwar ist es die Liquidität. Und das vor allem, wenn wir Liquidität, wenn wir über auch Charts sprechen, aber generell auch diese fundamentale Verteilung, dass wir halt sagen, pass auf, bei Bitcoin, wenn jemand kauft, muss jemand auch verkaufen. Ja, kaufen, Verkauf steht immer gegenüber. Was bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel alle Leute kaufen wollen und niemand verkaufen möchte, schießt der Preis nach oben. Was aber in Realität der Fall ist, und ich habe mich gestern dankbarerweise durch Zufall mit einem ehemaligen Investmentbanker auseinandergesetzt. Weder den Namen möchte ich hier sagen, noch die Bank. Es ist keine Riesenorganisation gewesen, aber trotzdem sehr, sehr spannend, dass da gesagt wird, okay, es wird sehr, sehr viel auf Kosten der Kunden quasi aufgebaut. Oder letztendlich auch, dass diese Taktiken, die so Investmentbanken benutzen, sehr, sehr shady sind. Und wir haben in vergangenen Videos auch häufiger darüber gesprochen, dass gerade so diese Analystenhäuser, ja, dass die zum Beispiel, wenn sie utopische Kursziele aussprechen, die dazu führen, dass Bitcoin zum Beispiel auf
250.000 datiert wird oder zum Beispiel gesagt wird, dass Tesla da und da bewertet werden soll und so weiter und ihre Änderungen in der Bewertung vornehmen, dass es häufig dazu führt, dass die Preise erstmal absacken. Zum Beispiel als Bitcoin seine Futures oder seine ETFs quasi gelauncht bekommen hat, da haben wir ja gedacht, okay, cool, da kommt mehr Geld in die Märkte und jetzt passiert was. Was ist passiert? Erstmal buy the rumors, sell the news. Als es letztendlich dann herauskommen ist, sind die Preise zusammengebrochen. Und einige dieser Börsenweisheiten ergreifen dann auch so diese Logik, aber woher kommt das eigentlich? Und das haben wir auch schon häufiger besprochen, dass letztendlich, wenn du dir vorstellst, du bist eine Bank und du hast zum Beispiel die Macht darüber, du bist an der Wall Street und hast sehr, sehr viel Geld zur Verfügung. Da hast du die Möglichkeit, Bitcoin möglicherweise sehr, sehr früh zu kaufen oder letztendlich in großen Mengen zu kaufen. Und wenn du sagst, pass auf, ich habe jetzt Bitcoin bei, ich sage es einfach mal, 15.000 gekauft und ich will die Dinger loswerden, und ich habe Einfluss und habe Macht, dann kann ich natürlich eine Kaufempfehlung aussprechen, sodass jetzt, sage ich mal, der Otto Normalverbraucher denkt, ja geil, jetzt muss ich kaufen, weil Bitcoin Ende des Jahres sehr wahrscheinlich bei den 250.000 stehen wird. Was dazu führt, okay, ich haue jetzt hier mal eine Kaufempfehlung aus, 250.000, alle Leute kaufen und wo gekauft wird, da kann oder muss verkauft werden und ich kann meine Bestände weiter und weiter und weiter im Profit kaufen, weil die Nachfrage sehr, sehr hoch wird. Also ich kann sie im Profit verkaufen, sorry. Und das passiert doch sehr, sehr häufig bei Aktien, wenn du dir mal anschaust, dass zum Beispiel ganz, ganz lange sehr, sehr unbewusst dieses Portfolio aufgebaut wird von vielen Hedgefonds und dann irgendwann der Hedgefonds sagt, pass auf, die und die Aktie, Beyond Meat oder was auch immer, jetzt mit Kursziel hier und da und letztendlich Bewertung auf Kauf geswitcht oder Kaufempfehlung. Oder es kommen sehr, sehr viele Artikel, wie toll das ganze Unternehmen läuft. Und dann passiert Folgendes, ja, die Aktie kracht nach unten. Das haben wir auch bei Aktiensplits. Wir müssen zum Beispiel sagen, die Tesla-Aktie, die wurde gesplittet, klar. Nach dem Split ging es erstmal wieder von $200 hoch auf, ich glaube, $1,200. Was natürlich ein riesiger Kurssprung ist, aber dann kam der nächste Split und dann dachten sich alle wieder, okay, das Gleiche passiert. Die Leute sind reingegangen, als die Aktie auf $200 dann gesetzt wurde oder 220, was auch immer. Und dann kamen letztendlich ganz, ganz viele Leute rein, die sich diese Aktie nicht leisten konnten. Du kannst ja keine halben Aktien in der Regel kaufen oder halt entsprechend mit Derivaten, aber eine halbe Tesla-Aktie kannst du nicht kaufen. Deswegen, die $220 waren dann wieder für den Otto Normalverbraucher möglich. Und die wollten ihn für 220 Euro kaufen oder $220. Was passiert? Du sitzt auf diesen Aktien, du kannst sie zu diesem Preis loswerden. Deswegen Aktiensplits sehr, sehr häufig eher sich negativ auswirken auf die Kursentwicklung. Warum vor allem auch diese Analystenberichte oder diese Kaufempfehlungen sich sehr, sehr häufig negativ auswirken. Du hast natürlich die Möglichkeit zu sagen, wenn das Portfolio vorher leer ist von den Hedgefonds oder von Institutionen und Banken, dann Kaufempfehlungen ausgesprochen werden. Muss man vielleicht ein bisschen untersuchen, aber wenn du siehst, da sitzen Analysten, da sitzen Hedgefonds, da sitzen riesige Fonds auf riesigen Mengen, riesigen Beständen von Aktien und die Aktien werden dann zum Kauf empfohlen, dienen das in der Regel einer Sache der Umverteilung. Das dient in aller Regel dazu, dass jetzt neues, frisches Geld in die Märkte kommt, in diese Aktie kommt, damit Institutionen und Banken ihre Position verkaufen können. Das Gleiche sehen wir auch bei Bitcoin. Das Gleiche sehen wir bei Bitcoin, indem Kursempfehlungen, die halt wirklich utopisch sind, ausgesprochen werden und dann letztendlich, wenn das Geld in die Märkte kommt, das Volumen, in die Liquidität in die Märkte kommt, dann eben diese Preisbereiche genutzt werden, um abverkauft zu werden. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich suche mal eben den Artikel raus. Schau es dir mal an, habe ich jetzt hier im Rausgesucht. Fed officials to sell stocks to avoid apparent conflict of interest. Ja, heißt also, dass sich die Federal Reserve, die Zentralbank der USA, quasi so platziert hat am 10. September 2021, dass die Stocks verkauft werden, die letztendlich von der Fed besaßen, um einen Interessenskonflikt vorzubeugen. Wenn wir uns das mal anschauen, jetzt zum Beispiel mal den S&P 500 anschauen, dann sehen wir SPX. Wir sehen vielleicht, ja, gehen wir mal zurück auf September 2021, dass wir halt sehen, Moment, dass hier der Markt sich extrem erholt hat, wie hier Mittwoch, Oktober. So, Moment, sehen wir hier wurden die Aktien verkauft. Man kann ja sagen, ja gut, war halt einfach ein Verkauf, ist ja noch weiter nach oben gegangen. Wenn man sich das aber mal anschaut, ist es noch 300 Punkte nach oben gegangen, bevor es dann 1000 Punkte nach unten ging. Ja, das heißt also dreifach so viel Schaden erspart, wie letztendlich Risiko eingegangen. Und man könnte natürlich sagen, okay, das ist hier Zufall. Was aber letztendlich deutlich spannender ist, ist, dass die Federal Reserve natürlich auch über das Geld oder die Geldpolitik bestimmt und halt sagt, pass auf, wir verkaufen jetzt und zwar hier
bevor wir möglicherweise einen sehr, sehr starken Kurs fahren, wo die Zinsen deutlich angehoben werden und der S&P hier mit einem mächtigen Abverkauf endet. Und man kann sagen, das ist Zufall. Ich, der eben jetzt ganz viele Dinge so ein bisschen kritisch sieht, würde sagen, ja, pass auf, es wurde nicht hier oben verkauft oder nicht sehr, sehr nah hier oben, damit halt einfach das nicht auffällt. Ja, weil, wie gesagt, ich glaube, dass Staaten und die Operationen da nicht immer zugunsten des Volkes oder zugunsten der Bevölkerung dienen, dass das Ganze hier so passiert ist. Wenn man sich das mal anschaut, wenn man jetzt sagt, ja gut, ne, zum Beispiel, klar, wenn die Fed das macht, der Staat und so weiter und so fort, das sind ja unabhängige Organe, die Fed sorgt ja quasi für die Wirtschaft, beziehungsweise der Staat sorgt ja für unser aller Wohl. Dann sehen wir hier zum Beispiel, hier sind die Haushalte und Unternehmen links und wir sehen, was das Geld, was hier zuschüttet sind, in Ausgaben für Infrastruktur, Personal und Subventionen und so weiter. Was hier wegführt, ist Zins und Tilgung, das geht an die Banken, nämlich die Kredite. Dann sehen wir auch hier die Kredite, die werden an die Haushaltsunternehmen gegeben. Wir sehen, dass die Einlagen letztendlich hier vom Staat auch letztendlich kommen oder zurückkommen, die Kredite an den Staat gegeben werden, Zins und Tilgung hier ans Bankensystem gegeben werden. Das heißt, da wo das große Geld ist, diese Regulatoren, diese Zinsen, Tilgungen, Kredite, das was die Geldmenge irgendwo limitiert oder erweitert, beziehungsweise diese großen Instrumente, die einfach unsere Wirtschaft bestimmen, die spielen sich zwischen diesen beiden ab. Das heißt also, warum ist das hier Haushalte, Unternehmen da so quasi drin? Und wenn wir uns das mal anschauen, wie der gesamte Korpus entstanden ist, dann sehen wir eher, dass das so eine Art Transmitter ist, dass das so eine Art Instanz ist, die vielleicht einfach nur für Geldumverteilung bzw. für Geldwäsche herangezogen wird. Ja? Und das ist eben auch der Punkt. Überleg mal, während unserer Krise, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich will das Wort nicht immer in den Mund nehmen, weil ich nicht weiß, wie so ein Algorithmus hier darauf reagiert. Wenn wir uns das mal anschauen, da wurde vom Staat sehr, sehr viel Geld jetzt in die Wirtschaft gegeben. Du hast diese Hilfen bekommen und so weiter und so fort. Dadurch ist das Geld unglaublich billig gewesen oder unglaublich billig geworden. Was helfen konnte, die Wirtschaft wieder anzukurbeln? Ja, die Wirtschaft ist aufgeblüht. Vor allem, was ist passiert? Es wurde ein Krypto. Ich mache mal hier auf dem Blackboard weiter. Das vor allem, also letztendlich die Federal Reserve hat das Geld gedruckt. So, da kam Geld in die Wirtschaft. Und die Wirtschaft hat natürlich deutlich zugelegt. Dadurch hat letztendlich auch Krypto, dadurch hat letztendlich auch Real Estate, also Immos, haben ordentlich getankt und vor allem auch Aktien. Und wenn wir uns das mal anschauen, das war das billige Geld, was hier von der Fed kommt, dieses 60-70% wurden neu gedruckt und sind dann letztendlich über uns in die Assets geflossen. Wenn wir überlegen, was ist denn gleich geblieben, bis auf minimale Schwankungen, dann sind es die Steuern. Das heißt, das, was wir quasi als Abgabe zahlen müssen, was bedeutet, egal was wir hier machen, egal was wir als Einkommen bekommen haben, ob mehr oder weniger, ist hier reingeflossen. Was nebenbei passiert ist, wir haben die Inflation aufgebaut und die Inflation heißt, dass unser Geld weniger wert wird. Das heißt also, hier wurde nur großes Geld erstmal in die Wirtschaft gegeben. Das hat Inflation verursacht, nämlich dass das Geld weniger wert wird, weil ja jetzt so viel im Umlauf ist. Ja, das wurde hier reingepumpt. Und jetzt, was sagt der Staat? Ja gut, die Steuern bleiben gleich. Das heißt also, die Steuern führen dann letztendlich wieder zurück zur Fed. Und zwar natürlich hier anteilsmäßig mehr. Wenn du vorher 19%, 16%, 10%, wie auch immer, auf eine Dienstleistung bezahlt hast, die jetzt deutlich teurer wird, oder wurde, fließt hier mehr Steuern zurück zum Staat. Dein Gehalt ist wahrscheinlich nicht überproportional größer geworden oder auch noch nicht mal proportional größer geworden. Was das bedeutet, plus jetzt haben wir Zinsen, die ansteigen. Was bedeutet, dass das Geld, was hier günstig emittiert wurde, was günstig ausgeworfen wurde, wird jetzt teurer gemacht und über die Steuern zurückgeführt. Was bedeutet, die kleinen Unternehmen bzw. generell so die, ich sag mal, die Unterschicht und die Mittelschicht, die werden jetzt komplett ausradiert, weil die eben ihre Steuern gar nicht mehr zahlen können. Jetzt haben wir explodierende Strom- und Gaspreise und es wird natürlich jetzt auf den Konflikt geschoben. Aber wenn wir mal überlegen, wir kaufen jetzt nicht zum Beispiel das russische Gas, sondern wir kaufen jetzt über Saudi-Arabien Gas, was aus Russland kommt. Es passieren ganz viele Dinge, die einfach so ein bisschen unerklärlich sind. Ja, wenn man das so denkt, dann denkt man sich so, ja gut, menschliches Versagen vielleicht oder auch ein bisschen mehr menschliches Komplettversagen. Nichtsdestotrotz sehen wir, irgendwie leiden wir. Und dann kannst du dir auch mal anschauen, ich glaube, es war die JP Morgan Chase, die haben letztendlich, lass mich mal schauen, JP Morgan Chase Gewinn, Profit, ich glaube, die haben einen Milliardengewinn gemacht. Irgendwo müsste das in den News stehen. Earnings Report Recall, Profit Drops on Higher Loan Loss Provisions, okay.
So, post it, drop in, okay, das sind noch diese Geschichten. Gut, ich lege mich gerade nicht drauf fest, aber ich werde es bestimmt demnächst mal raussuchen. Und zwar haben ganz, ganz viele Banken extremen Profit gemacht, indem sie letztendlich diese Zinsen erhöht haben. Und ich glaube, ich habe es bei Instagram gepostet. Vielleicht ist das hier jetzt noch nicht so leicht auffindbar, würde natürlich auch ins Bild passen, aber ich will jetzt nicht alles schlecht machen und automatisch sagen, okay, alles ist doof und so weiter und so fort. Ich möchte nur darauf ein bisschen sensibilisieren, dass letztendlich diese Bewegungen oder was jetzt stattfindet, immer so ein bisschen zwiespältig zu betrachten ist. Was hat das Ganze jetzt mit Bitcoin und Co. zu tun? Wenn wir uns mal anschauen, unsere Marktkapitalisierung, die wir hier haben, die ist immer noch relativ groß, ja, für so einen Kryptomarkt, der quasi als Underlying Assets nichts hat, wenn ich das so mitteilen darf, wenn er als Underlying Asset ein Glaube an eine Technologie oder halt eben einen Begrenztheitsfaktor, dann ist da sehr, sehr viel Geld drin. Und das Geld ist trotzdem auch schon natürlich heftig und massiv rausgegangen. Und wenn wir sehen, das passt natürlich auch ins Gesamtbild dessen, was wir erfahren haben, nämlich, dass hier in dem Bereich irgendwo hier quasi dann auch die Stocks abverkauft wurden, mit dem Hinblick, okay, wir werden das Geld jetzt anderweitig nutzen müssen. Und was möchte ich damit sagen? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Bitcoin und Co., Krypto, vielleicht eine sehr, sehr elegante Lösung ist für Probleme, die unser Fiat-System bereitstellt. Aber wir müssen auch verstehen, dass Inflation nichts ist, was einem Staat unbedingt schadet. Es ist nicht unbedingt das, was da irgendwie Probleme verursacht, sondern Inflation betrifft uns. Das heißt also, ein inflationäres System ist vielleicht nicht etwas, was man loswerden möchte seitens des Staates und dieser Machtregulation, sondern vielleicht etwas, was man gelegentlich auch gerne für sich nutzt. Und wenn wir das im Kontext betrachten, sehen wir halt vor allem auch, dass Bank und Staat sehr, sehr stark hier zusammenarbeiten. Und wenn wir uns das hier das alle erstmal anschauen, Bank und die Politik stehen zueinander in einem höchst ambivalenten Verhältnis. Das heißt, beide Seiten profitieren wahrscheinlich, solange in einer Volkswirtschaft alles in geordneten Bahn verläuft. Und das ist nicht mehr der Fall. Zählen Banken zu dem maßgeblichen finanziellen Staat, etwa indem sie dessen Anleihenzeichen damit der öffentlichen Hand Kredit geben. Was auch noch bedeutet, jetzt kommen die Aktienanleihen, beziehungsweise die Staatsanleihen eher gesagt, die sagen, pass auf, du kannst jetzt festverzinsliche Staatspapiere zum Beispiel kaufen, indem du dem Staat Geld zur Verfügung stellst. Heißt also nicht nur über Steuern, sondern vor allem auch über die Anleihen wird jetzt letztendlich das Geld wieder zurückgeholt. Ja? Ich schaue, Moment, die 10-Jahres-Anleihen. So, hier diese 10-jährigen Staatsanleihen, die skyrocken gerade wieder nach unten. Ja, was nämlich uns sehr, sehr schön letztendlich auch erstmal zeigt, pass auf, das gesamte Geld, was da zur Verfügung stand, das ist jetzt erstmal raus. Und wenn wir uns jetzt diese Interest Rates anschauen, die gerade sehr, sehr stark nach oben explodieren, so, die Interest Rates, dann sehen wir, schau mal, die sind gerade auf einem Hoch seit, ja, 11 Jahren. Und vor 11 Jahren hatten wir hier einen massiven Drop und das wird jetzt langsam aber sicher auch wieder nach oben gebracht, was natürlich hier den Anschein erwecken könnte, dass ganz, ganz viel politisches und wirtschaftliches Fehlversagen dazu geführt hat und jetzt quasi wieder künstlich angehoben wird, um dieses Szenario erneut zu erzeugen. Das heißt also, es wird sehr, sehr wahrscheinlich versucht, durch die Zinsen sich das Geld, was in die Wirtschaft gegangen ist, jetzt langsam wieder zurückzuholen. Und was natürlich da so ein bisschen vielleicht negativ behaftete Hintergedanken sind, könnte sein, dass dadurch entsprechend einige der großen Unternehmungen oder der mittelständigen Unternehmungen vielleicht platt gehen, kaputt gehen, damit ein Staat möglicherweise von einer Entprivatisierung profitieren kann. Eine Entprivatisierung bedeutet, dass eben ganz, ganz viele Dinge in der Öffentlichkeit oder generell in unserem täglichen Leben gar nicht mehr unserer privaten Hand gehören, das heißt gar nicht mehr dieser freien Marktwirtschaft zugrunde liegen, sondern dass die tatsächlich gerade eher so, ja, die Perlen vor die Säue geworfen werden und gesagt wird, pass auf, wir regeln das als Staat. Und das Ganze als Organ betrachtet mit den verschiedenen politischen Entscheidungen, die wir gerade immer und immer wieder bekommen, wirft einfach ein ganz, ganz schlechtes Licht auf das, was hier gerade passiert an den Märkten. Und deswegen bin ich einfach nur dazu da, um zu sagen, pass auf, viele wünschen sich durch Krypto sehr, sehr reich zu werden. Ich möchte einfach diese rationale Stimme sein, die sagt, pass auf, ich wünsche dir aus tiefstem Herzen, aber pass einfach auf, weil der Kryptomarkt, der ist letztendlich sehr, sehr stark durch die Wall Street bestimmt. Wir sehen am Wochenende kaum Bewegung, innerhalb der Woche sehr, sehr große Bewegung. Das heißt also, die Wall Street bestimmt sehr, sehr groß das Geschehen, was an den Märkten abgeht, beziehungsweise halt die Börsen. Deutet für uns, wir am Wochenende haben anscheinend nicht ganz so viel
auszulösen. Und dementsprechend sollten wir, bevor wir uns gegen etwas stellen, vielleicht irgendwo unsere Rationale sprechen lassen, einfach mal überlegen, wohin das Ganze möglicherweise führen kann. Das war es von meiner Seite aus. Vielen Dank, falls du dir hier das Ganze ganz angeschaut hast. Vielleicht einfach mal interessant als weitere Perspektive, einfach um die eigene Meinung zu hinterfragen und dann entweder noch sicherer herauszugehen, zu sagen, der Typ labert Unfug, oder zu sagen, gut, vielleicht sollte ich nicht all in Krypto gehen. Liebe Grüße, dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.